広い青いこの場所で時が流れてゆく My precious love。消えてしまってかけがえの声が秋のない声が少しずつ散り始めた雨に打たれたままで重く背負うの辛くて失うことだけをもっと中に引き続けて、そしてありがとう。切ない旅を終わらすんだ、未来を変えて作るのさ。いつまでも諦めずに追い続けて、取り戻すんだ僕らの Precious。Gut, dass ihr mal euren scheiß Arsch aus dem Bett bekommen habt heute und nicht darauf recken musste. Also faul sind wir jetzt auch wieder nicht, das weißt du. Hab schon andere Dinge gesehen. Aber jetzt müssen wir zur Schule gehen, ganz ehrlich, ey. Eine Frage noch, Timo. Ich dachte, du sagst von der Schule, dass du es bei dir gerade nur das Mädchen an die Decke geworfen hast. Es stellt sich so heraus. Hat denn das früher der Schuldirektor angerufen? Hat das Mädchen im Krankenhaus befragt? Er hat halt gesagt, die hat zugegeben, dass sie damit werden. Dann wurde die Suppe aufgehoben. Er hat angerufen, der Schuldirektor, und hat das Mädchen befragt und sie hat zugegeben, dass sie einen Jungen mit hat. Und dadurch bin ja ich noch immer schuld, dass so wurde es aufgehoben, die Suspendierung. Das heißt, dass ich leider auch wieder zur Schule gehen muss. Naja, das überstehe ich bestimmt schon. Hallo ihr scheiß Dreckskinder, ich will die Lehrerin, Frau Streng, hä? Keine Ahnung, über die feinen Kinder lachen können. Ich hasse Kinder, hab so viel Geld gemacht, ganz ehrlich. Jetzt setzt euch hin und knallt's wirklich. Ihr seid so dumm, mir reicht's schon jetzt, ey, mit eurer Reise das Gesicht hier. Boah, na, na. Ganz ehrlich, heute 6 Stunden Mathe, 1000 Blätter als Hausaufgabe für Mathe. Ganz ehrlich, mir reicht's. Erwachsene glauben ja immer, sie können ihre Macht ausnutzen. Ach, die Kinder, die können doch eh nicht werden. Warum nutzen wir unsere Position als Lehrer nicht aus und setzen Druck auf sie aus, ey? Komm doch runter, junger Mann! Willst du halt doch irgendwie umgeschubst werden? Ich höre jetzt echt scheiße, dass die scheiß Pause um 8 Minuten verkürzt hat. Hey, ihr scheiß Dreckskinder, Pause aus! Geht denn nicht rein, ey! Boah, boah, na, na! Was sollen wir tun? Ich hab richtig Angst vor der. Ich kann doch eh nichts machen. Weißt ihr was? Ihr müsst auf eure Uhr auf Aufnahme drücken. Da sagt ihr mir jetzt auf und geht zum Schuldirektor. Ich hab gedrückt. Habt ihr das jetzt auch gemacht? Weißt du, wisst ihr? Und habt ihr das jetzt gemacht? Sagt mir die Antwort. Ja. Ja, wir haben's gemacht. Gut. Jetzt geht's weiter mit 6 Stunden Mathe. Ganz ehrlich, hast du euch so? Kann ich aufstehen, restlich Gesichter hier in der Bude. Boah, boah, na, na. Sind so dumm, ganz ehrlich, ey. Jetzt reicht's mir! Jetzt hol doch meine Waffe raus und wir können uns erleben! Ah!
Also ganz ehrlich, mir reicht's. Geh zum Schuldirektor. Kommt mit. Das müssen wir uns nicht länger bieten lassen hier. Was wollt ihr hier? Wir wollen mit ihm über was Ernstes reden. Setzt euch hin. Worüber wollt ihr mit mir reden? Ich könnte es sagen, aber bitte keine falschen Geschichten. Die neue Lehrerin, die tyrannisiert uns, weil sie nur kann. Ganz ehrlich, habt ihr irgendwelche Beweise? Ja, auf meine Uhr! Jetzt geht's weiter mit 6 Stunden Mathe. Ganz ehrlich, hast du euch so? Kann ich nicht aufstehen, der Rest ist Gesichter hier in der Bude. Boah, boah, da, na. Sind so dumm, ganz ehrlich, ey. Jetzt reicht's mir! Jetzt hol doch meine Waffe raus und wir können überleben! Also, das geht doch mal gar nicht, ey. Ich halte mal Feuer an. Gut, dass die jetzt weg ist. Der hat uns nichts als Ärger gebracht. So, ich hab sie jetzt gefeuert, Kinder. Sie ist jetzt auch aus der Schule gegangen. Endlich! Mich hält ein Stein vom Herzen. Sie ist auch immer so gemein zu uns. Aber jetzt sind wir glücklich. Weil der hat uns auch 6 Stunden Mathe und 1000 Meter Hausaufgabe gegeben. Und Mathe. Aber jetzt sind wir zum Glück. Endlich eine ist so eine Schlampe, die braucht doch eh keine, warum ist du überhaupt Lehrerin geworden?